Liebe ist eines der magischsten Dinge im menschlichen Leben. Und als Florian Silbereisen öffentlich verkündete, dass er Beatrice Egli sehr liebte, weil sie zusammenpassten, war das ein klarer Beweis für die Authentizität und Stärke der Gefühle zwischen den beiden. Florian Silbereisen und Beatrice Egli, zwei berühmte Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungsindustrie, trafen sich einst und teilten die Freuden und Sorgen des Lebens. Doch hinter dem Heiligenschein des Ruhms verbergen sich auch normale Menschen mit Träumen und Wünschen nach Liebe und Glück. Durch ihre Begegnung und ihr tiefes Verständnis füreinander erkannten Florian und Beatrice, dass sie nicht nur künstlerisch, sondern auch seelisch und persönlichkeitsmäßig zusammenpassten. Sie teilen ihre Träume, Ideen und Freuden im Leben und bauen eine sinnvolle und aufrichtige Beziehung auf. Als Florian öffentlich erklärte, dass er Beatrice von ganzem Herzen liebe, war das ein wichtiger und mutiger Schritt in ihrer Beziehung. Anstatt sich zu verstecken oder schüchtern zu sein, drückte er seine Gefühle stark aus und glaubte an die Kraft der Liebe. Auch Beatrice reagierte auf Florians Gefühle mit Aufrichtigkeit und tiefem Verständnis für ihn. Sie versteht, dass es bei der Liebe nicht nur um süße Worte geht, sondern auch um die Unterstützung und das Verständnis des Partners. Sie haben bewiesen, dass für eine starke und dauerhafte Beziehung Austausch, Verständnis und Respekt füreinander erforderlich sind. Florian und Beatrice sind in der Öffentlichkeit nicht nur ein Paar, sondern auch ein Symbol für Liebe und Zusammenhalt. Als sie ihre Liebe erklärten, wurden Florian Silbereisen und Beatrice Egli zu einer Quelle der Inspiration und Ermutigung für Millionen anderer, die in ihrem Leben nach Liebe und Glück suchten. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass sie, egal wie schwierig das Leben ist, immer noch ihre andere Hälfte, einen treuen Begleiter und ein wahres Zuhause auf dieser Welt finden können. Die Liebesreise von Florian und Beatrice ist nicht nur eine persönliche Geschichte, sondern auch eine Geschichte von Empathie, Verständnis und Respekt in einer Beziehung. Sie haben gelernt, dass der Aufbau einer dauerhaften und glücklichen Beziehung teilen, Fürsorge und Opferbereitschaft von beiden Seiten erfordert. Mit dem Austausch und der Unterstützung von Familie und Freunden haben Florian und Beatrice alle Herausforderungen und Schwierigkeiten gemeistert. Sie fanden Kraft aus ihrer tiefen Liebe und ihrem Verständnis und verwandelten jede Schwierigkeit in eine Chance, gemeinsam immer stärker zu werden. Und mit Blick in die Zukunft warten Florian Silbereisen und Beatrice Egli auf ein bedeutungsvolles und bedeutungsvolles Treffen mit ihrem Baby. Sie werden wundervolle Eltern sein, die bereit sind, ihren Kindern das Beste auf dieser Welt zu geben. Schenken wir also Florian Silbereisen und Beatrice Egli Segen und Glück auf ihrem Weg. Sie haben bewiesen, dass Liebe alles perfekter machen kann und dass wahres Glück dann entsteht, wenn man es mit der Person teilt, die man liebt. Lasst uns voller Hoffnung und Vertrauen in das Beste des Lebens und der Liebe in die Zukunft blicken. Florian Silbereisen und Beatrice Egli zeigten, dass es für mehr Liebe notwendig ist, Gefühle nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und einem tiefen Verständnis füreinander auszudrücken. Sie haben eine besondere Beziehung aufgebaut, in der sie alles teilen konnten, von Freude bis Traurigkeit, und alle Herausforderungen gemeinsam meistern konnten. Die Offenheit der Liebe von Florian und Beatrice ist auch eine positive Botschaft für die Akzeptanz und den Respekt der Vielfalt in der Liebe. Sie bekräftigten, dass der Liebe keine Grenzen gesetzt sind und dass jeder das Recht hat zu lieben und geliebt zu werden, unabhängig von Aussehen, Weise, aber zu anderen Inhalten. Genau, vielleicht auch mit einer Präsenzphase, die nicht durch ein Video simuliert ist, sondern einer echten Präsenzphase. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, weil wir wissen ja nicht, was dieses Video
für eigene Effekte mit sich gebracht hat oder welche Auswirkungen das hatte. Das können wir nur vermuten, dass es wie eine Präsenzphase funktioniert hat. Ja, oder vielleicht auch über längere Zeiträume mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Aber das ist natürlich alles forschungsmethodisch nicht ganz so einfach. Genau. Trotzdem, ja, kann man kreativ jetzt rangehen und andere und ähnliche Situationen mal untersuchen. Ja. Vielleicht wäre es da auch in dem Zusammenhang mal sinnvoll, nicht sozusagen die Lernziele, die Erreichung der Lernziele auf unterschiedlichen Niveaus abzufragen. Ja. Also welches Niveau wurde denn bei den verschiedenen Kompetenzen erreicht, um dann darauf auch Rückschlüsse zu ziehen auf die Verarbeitungstiefe vielleicht. Ja, das wäre interessant. Ja. Ja, und letztlich wäre es natürlich auch geschickt, mal zu schauen, welche kognitiven Prozesse und Prozessabfolgen gibt es denn in den unterschiedlichen Basismodellen und aus rein didaktischen Überlegungen jetzt, an welcher Stelle sind denn Erklärvideos oder Videos bezüglich der Flipped Classroom Methode denn eigentlich geeignet? Nicht unbedingt am Anfang, vielleicht ist es mal sinnvoll, ein Video in der Mitte zu bringen oder am Ende eines Prozesses. Ja, also da wäre auf jeden Fall noch einiger Forschungsbedarf, wenn man überlegt, dass bestenfalls ja jedes Basismodell eine erprobte Abfolge von Methoden hat. Ja. Und das wäre eigentlich das Wünschenswerte, nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung, wie es jetzt aktuell ist, sondern vielleicht da ein bisschen flexibler rangehen und für bestimmte Lernzieltypen auch entsprechende Sichtstrukturen anbieten. Genau, das klassische Flipped Classroom-Modell bietet sich dann für bestimmte Basismodelle an, für bestimmte nicht. Davon gehen wir aus. Genau. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen uns jetzt natürlich